ohne dich bestimmt nicht gewusst. Na, ohne mich hätte er keine Ahnung davon gehabt, oder was? Vielleicht war nicht so viel Ärger. So. 350.000 Mark? Offizielle Schätzung liegt bei. Das hat Haus gehört auch deiner Frau. Ne? Auf ein Tor von Dios im letzten Spiel. So ist das. Kann jedem mal passieren, nur nicht wieder aufstehen.
sind denn meine Fans? Deine Fans? Das ist mir verarschen, da bin ich gerade noch mal 4 Stück. Schön, dass du da bist. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift. Soll das jetzt heißen? Ich will übermorgen spielen. Aber ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Wie soll ich dir denn helfen? Ich habe schon lange keinen Fußballplatz mehr gesehen. Und übermorgen schauen ein paar Millionen Menschen zu. Fans. Ja, aber also einmal trainieren, das ist... Hans. Willst du mir helfen? So emotional, wie dieser Verein geführt wird durch Fans und alle Beteiligten, ja, dann nimmst du etwas mehr mit. Der Ball ein, du bist los! Das ist doch der Dios. Dios, da nicht rum! Guck mal, mach die auf einmal los, kann der Sack! Jawohl! Das ist alles meine Schuld. Schön, dass du das mal einsiehst, Hans. Ich frage mich nämlich ernsthaft, was du als nächstes vorhast. Ist dein Haus verwertet? Hast deine Menschen entführt? Hast deine gesamte Familie auseinandergerissen? Jetzt hast du auch noch deine Mutter auf dem Gewissen. Super. Hast du wirklich super gemacht, Hans. So schnell macht dir das keiner nach. Dein Detektiv in die Stande! Was ist denn Maxi? Wo ist Maxi? Der hat ja da gerade ein Fahrradpuls gekippt. Aber nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstanden haben. Ich bin ja allergrößter Fan. Weil für mich sind Sie das größte Talent, was wir je hatten. Und wir in unserem Club, wir sind ja wie eine Familie. Ja, also das ist wie, das ist, Religion. Und das Spiel läuft immer noch. Ich kann es kaum glauben. Und Dios, er steigt hoch. Und Dios geht mit dem Kopf. Und nach gestern Abend, du warst selber da persönlich bei gewesen. Nach gestern Abend musste er den Dios entführen. Und wenn der Dios jetzt kein Tor mehr schießt, dann verliert der Hans sein Haus. Dann ist für den Hans hängen im Schatten. Dann sind wir alle mit Schuld dran. Alle, wie wir da stehen. Ich sag's gleich nochmal, das ist die fünfte Mannschaft, wieder kein Logo, Florian Püssel, Frau Kudermann. Die sechste Mannschaft, wir kennen es kurz, Jonas Buglo, Michael Kevin und Stefanie Kudermann. Also der Cipollini Wanderpokal für besondere Verdienste im HRC wird ja jährlich vergeben. Letztes Jahr hat ihn Bente bekommen. Die sitzt hier. Ach, die sitzt da, genau. Und hat ihn dann clevererweise einfach ins Vereinsbüro gestellt.